teilweise gar nicht mehr günstiger. Wo ich mir auch so denke, so, Digga, was wollt ihr von uns? Havara, das Spiel ist, glaube ich, gefühlt 6 Jahre draußen. Kostet doch über 70 Euro. Havara, ich glaube, wenn ich jetzt zum Müller gehen würde und Mario Kart holen würde, ich glaube, ich würde noch immer 50 Euro zahlen. Sicher sogar würde ich noch einen 50er zahlen. Verstehe ich. Wie sollen wir vorgehen? Es ist einfach zu viel heutzutage. Allein schon, wenn ich mir da anschaue, die ganzen Editionen und alles. Ich bin noch in der Zeit, wo ich sage so, aber früher war es noch bei der Collector's Edition, glaube ich, 150 Euro. Da war man bei Maximum 200 Euro. Collector's Edition, Maximum. Jetzt mittlerweile, Alter, 250, 300, 350. Alter, wenn ich nicht so ein hardcore-mäßig Comic-Fan gewesen wäre, dann hätte ich mir niemals in meinem Leben die Gotham Knights Collection geholt. Weil das einfach so verdammt viel Geld ist. Und das ist abnormal. Abnormal, wie viel die teilweise so dermaßen viel verlangen. Ich muss aber auch noch dazu sagen, ich bin aber auch noch unterstützt worden für Weihnachten und alles drum und dran schon im Vorhinein. Weil sonst hätte ich es mir trotzdem nicht geholt. Etwas scheint den Bruch hierher gelockt zu haben. Du kannst ihn sicher mit deinen Kräften bannen. Versuch es mal. Ohne die Unterstützung für Weihnachten, oder hätte ich mir die Collector's Edition nie geholt, oder 300, 350 Euro. Viel zu viel. Einfach nur dafür, dass du halt quasi eine fette Box hast mit einer geilen Figur, also in dem Fall mehrere geile Figuren, und eine Steelbook-Edition. Muss aber sagen, in dem Fall, die Figur ist geil. Die Figur ist geil. Da kann ich wirklich nichts dagegen sagen. Die ist geil und die von Cyberpunk, die habe ich aber von einem Haverer gekauft, ist auch sehr, sehr geil. Aber die von Dying Light 2, die habe ich mir zufälligerweise geholt. Ich wollte es mir holen von Dying Light 2, weil ich auch ein Dying Light Hardcore-Fan bin. Habe aber nie den zweiten Teil wirklich gespielt gehabt. Ich habe ihm irgendwie da nicht so die Chance gegeben wie den ersten Teil. Den ersten Teil habe ich so dermaßen gesuchtet und den zweiten Teil irgendwie so. Ja, ich weiß ja nicht. Habe ich zwar gespielt, aber nicht so extrem. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Wieso ich den nicht so dermaßen gezockt habe. Ich glaube einfach, weil ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet habe. Aber ist ja wurscht. Das habe ich mir definitiv damals geholt. Ich habe mir damals gedacht, so, okay, passt, wir sind Mediamarkt, ist zu sehen. Es ist aber eher auch ein bisschen eine Zeit her, nach Release, so ein halbes Jahr. Was ist das? Kann schon gut möglich sein, ungefähr ein halbes Jahr, kann sehr, sehr gut möglich sein. Einmal war ich beim Mediamarkt, schaue so ein bisschen durch, kennst es ja eh. Gibt es ja auch ab und zu mal diese Restposten, die sind ja auch dabei. Und ich glaube, Restposten? Ja, Restposten. Oder Ausstellungsstücke oder irgendwas in der Richtung gab's da. Wird deutlich verändert. Ich hab mir gedacht, muss ein paar Jahre alt sein. Nice. Alles gesagt, super. Nutzlos. Gönn's da mal. Schau's da mal durch. Vielleicht gibt's was oder vielleicht gibt's da Spiele in Aktion oder irgendwas. Schau's da mal durch. Geh halt so durch, vielleicht Serie, so weißt du, so typisch. Anime und das Ganze ist vielleicht einmal in Aktion. Weil da schaue ich immer wieder wegen One Piece oder irgendwas in der Richtung. Soweit ich weiß, nichts passt. Gehst einfach mal so durch. Bin auch damals wirklich durchgegangen, ohne nichts, ohne irgendwas. Willst du etwas herstellen? Ohne Gedanken. Wirklich ohne Gedanken. Plötzlich so, BAM! Mit mir selber aber so, wirklich so aus dem Winkel her, habe ich das so dermaßen realisiert. Digga, da war Dying Light 2, die Collector's Edition, statt 300 oder 350 um 120. Gell, da hat was gefehlt in dem Game. Ich kann nicht sagen was, aber gerade das, was mir gerade aktuell fehlt in Dying Light, habe ich wieder in Dead Island 2, komischerweise. Gerade das habe ich wieder in Dead Island 2. Aber ich denke mir so, oder? Aus dem Blickwinkel. Digga! Das gibt's ja nicht. Das hole ich mir aber sofort.
Weil die Aktion, die war Gold wert. Das sei mir nicht ab. Aber da, das war richtig Gold wert. Das war so geil, Leute. Statt 300, 350 um 120, 150. Kuss. Einfach nur Kuss. Oh. Okay. Gut zu wissen. Auch ein kleiner Geheimtipp mit dem Otto. Okay, gut zu wissen, gut zu wissen. So ein kleiner Geheimtipp. Ja, safe. Automatische Heilung. Safe. Definitiv, bin definitiv dafür. Ja, ja, bisschen mehr Leben. Aber gut zu wissen, gut zu wissen. Otto schau ich fast nie. Otto schau ich fast nie. Aber das ist definitiv mal gut zu wissen. Schon wieder die gleiche Hitten, gell? Ja, schon wieder fast gleich. Da waren sie ein bisschen schlampig. Da waren sie ein bisschen schlampig, ein bisschen faul. Da waren sie ein bisschen faul. Schon wieder die gleiche Hitten. Oh, fühle ich aber. Ich habe bis jetzt, aber gerade anime-mäßig. Ich will jetzt. Warte, müsste ich jetzt einmal kurz nach hinten schauen. Sorry, das ist jetzt mit dem Mikrofon ein bisschen bescheuert läuft. Anime-mäßig. Ja, ich bin leider so ein Comic-Fanatiker. Aber von Ruffy habe ich definitiv eine. Sonst habe ich eher mehr diese Mangas, My Hero Academy und von One Piece. Ja, ist eh klar, One Piece. Macht ja auch das Profil. ja. Kommt ein bisschen komisch, wenn ich das Profil habe von Ruffy, aber kein Manga von, von One Piece oder sonst was. Aber ich sammle jetzt gerade aktuell diese Collector's Editions von One Piece, wo du dann quasi so ungefähr so ein 8 bis 9 Mangas dann hast. Ungefähr kostet dann 70, 80 Euro, aber mit einer geilen Hülle und also geilen Verpackung. Sammelschuber heißt es ja. Urgeil, urschee, ursexy. Schaut richtig geil, das kann ich empfehlen. Könnt ihr euch dann eh ab dem Februar dann auch selbst vielleicht ein bisschen anschauen, wenn ich dann wirklich einmal sage, okay, passt. Weil ich habe vor, dass ich zu Hogwarts Legacy mit Kamera streamen werde. Bin ich definitiv noch gespannt. Ich bisschen einen kleinen Schiss habe ich. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ob ich es wirklich durchziehe, aber ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Aber na cool. Aber der Plasma Cutter, Digga. Damals, Havra, es gab eine Trophäe. Na, leider Scrollsplay. Na, bist wahnsinnig. Na, fix nicht. Aber Plasma-Cutter, da gab es damals eine Trophäe, wo du das Spiel durchspielen musst, nur mit dem Plasma-Cutter. Boah, das war Legende. Also Legende. Du musstest extra, weil du sonst eigentlich Bock gekriegt hättest. Ich habe so dermaßen Bock gehabt, immer die andere Waffen auch zu nutzen, habe ich mal extra rausgegeben. Habe ich mal mit Absicht rausgegeben, so dass ich da ja schön brav nur den Plasma-Cutter verwende. Ich wollte die ganze Zeit die immer anderen Waffen nutzen, Alter, das war Wahnsinn. Hier kommt man nicht auf, fick dich. Aber jetzt. Das war gar nicht übel. Okay, was ist denn das jetzt schon wieder für ein fettes Viech? Alter, 100.000. Wow. Okay, der hält nicht viel aus. Der Bre. Schon wieder immun und alles drum und dran. Was ist da schon wieder los? Das ist ein Wahnsinn, Alter. 100.000 Bosskämpfe. Gibt's ja nicht. Hab's aber das Gefühl, sobald er mich einmal attackiert, Alter, bin ich fetzenhieb. Ich sag's ja. Diese Lage erfordert sofortiges Handeln, oder? Halt's Maul, ich muss den richtigen Zeitpunkt erwarten. Aber schon wieder Resistenzen. Na warte, wenn ich da ein paar Resistenzen habe, dann nehme ich die andere Attacke. Definitiv. Na, auch schon wieder Resistenzen. Beast deppert. Alter. Also. Na? Bosskämpfe scheitert es mir definitiv nicht. Ich glaube, ich sollte mich wirklich schleichen. Ah, dafür sind wir, glaube ich, noch zu schwach.
Weißt du was? Scheiß mir nur drauf. Auf ein bisschen auf Pussy-like Style, aber das nehme ich jetzt in Kauf. Muss ich definitiv die Zähne ein bisschen stärker werden. Es heißt, je mehr Türme ein Land hat, desto wohlhabender ist es. Und je höher, desto besser. Tja, das ist jedenfalls zu Hause ganz ähnlich. Mit Helm. Hammer, mit Helm. Beast deppert. Sicher sehr, sehr sexy, oder? Da gab es ja damals oder auch die Collector's Edition von The Witcher. Beast deppert, oder was die jetzt an Wert hat. Die hat einen Wert jetzt, glaube ich, von 500 oder sogar dezent sogar mehr. Ich glaube, wenn du es noch original verpackt hast und alles drum und dran, safe mal ein Tausender. Kannst sicher auch hinblättern. Irgendwer kommt safe. Also, ich würde es nicht so gleich kaufen. Nicht unbedingt. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Oh, schön attackiert, bist deppert, geil. Scheche, Scheche. Ja, Scheche daneben, ja. Scheche. Alter, wie würde ich Outriders zocken? Geil. Aber jetzt müssen wir dann mal schauen, auch ein bisschen wieder wegen Magie und alles. Oh, geil. So handwerklich begabt. Bist du, was? Oh, bin schon wieder fast neidisch. Konsumgüter. Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu konsumieren. So werde ich da jetzt nicht attackiert. Passt. Die Welt ladet aber schon sehr stark ein zum Erkunden. Also, habe ich schon sehr Bock. Ja, da habe ich auch Bock irgendwie da. Runter zu fallen. Aber die macht schon dementsprechend, die macht schon mal in dem Fall definitiv was richtig. Ich hab schon sehr Bock, ein bisschen herumzuschauen. Allein schon, wenn ich dann plötzlich einen begegne, oder der was 20.000 mal stärker ist als wie, fällt mir dann gleich umso besser. Tja, hier sind wir wohl richtig. Ganz schön runtergekommen hier. Nicht fündig werden. Ich weiß. Cool, cool. Ich weiß. Großartig. Yes. Jetzt bin ich aber gespannt.